einen ganzen Monat lang habe ich nichts von mir hören lassen. Ich glaube, es ist Zeit für ein neues Status-Update, oder? Wie ihr wisst, bin ich ja beim letzten Mal auf Autosuche noch gewesen, weil mein Audi ja so eine kleine Baustelle war, ne? Motor tropft, Querlenker kaputt, Reifen kaputt, kann man alles reparieren, aber da ist immer die Frage, lohnt sich das? Wir hatten uns ja schon ein paar Autohöfe zusammen angeguckt und unter anderem waren wir bei einem Audi A6 stehen geblieben. Kombi, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte damals sowas gesagt wie 170.000 hat er gelaufen? Ist eigentlich, ja okay, für 3.500. Naja, jetzt mit ein bisschen Zeit dazwischen kann ich sagen, doch, das ist gar nicht mal so günstig, das ist schon teuer, kann man sagen. Auf jeden Fall habe ich eine Probefahrt damit gemacht. Der Wagen von innen war echt schön, gut gepflegt, ließ sich gut fahren, aber der Händler, der hat mich einfach verarschen wollen. Der Wagen stand im Internet für 2000 Euro. Der Händler hatte den für mich ein bisschen günstiger gemacht, meinte er, zumindest weil ich der gute Freund bin, auf 3.500 Euro. Fühlt man sich natürlich verarscht und irgendwie will ich kein Auto kaufen bei einem Händler, wo ich weiß, nee, der will mich grundsätzlich verarschen. Darum habe ich die Probefahrt natürlich trotzdem noch gemacht, aber im Grunde war mir schon klar, dass ich den Wagen nicht kaufen werde. Leider ist mit dem August auch der TÜV von meinem Audi abgelaufen. Heißt auf gut Deutsch, ich hatte eigentlich nicht mehr viel Zeit, mir einen Nachfolger zu suchen. Ich habe mich also noch auf weiteren Autohöfen umgeguckt, das war total lästig, weil auch im Internet fandest du eigentlich nur Müll. Und in der letzten Augustwoche hatte ich noch ein Angebot im Netz gefunden für ein Passat, aber als Limousine, nicht Kombi, wie man das so kennt, in Rot, Metallic, von 1991, also richtig geil, habe ich gedacht. Ich bin dann da hingegangen zu dem Händler, der hat mir den dann zeigen wollen und da habe ich schon gesehen, oh, der Wagen, der hat gar keinen Himmel. Der Händler hatte wohl von innen wirklich den Himmel einmal abgemacht. Das Auto ist knapp 27 Jahre alt, darum war an einigen Stellen einfach der Himmel schon ein bisschen ab. Und daraufhin hat der Händler dann den ganzen Himmel einmal abgemacht, um ihn vernünftig wieder dran zu machen und ihn wahrscheinlich zu waschen oder was weiß ich, was er machen wollte. Ich hatte auf jeden Fall den Himmel gesehen und habe dann auch eine Probefahrt ausgemacht. Und dann habe ich die Probefahrt gemacht ohne Himmel. Habe ich auch noch nie gemacht. War ganz kurios. Mein Audi hatte ich also schon am Freitag bei dem Händler abgegeben und sozusagen ummelden lassen, damit mein Wagen jetzt nicht mehr der Audi, sondern der Passat ist. Sprich, ich hatte ein neues Auto, stand in der Werkstatt, ich konnte es also nicht fahren, bis zum Mittwoch. Und das heißt, die erste halbe Woche, einschließlich dem Freitag natürlich auch noch, bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, Bus und Bahn. Das ist jetzt nicht so eine große und wilde Sache. Ich meine, ich bin schließlich auch schon öfters mal und ich glaube meine halbe Ausbildung über mit Bus und Bahn zur Arbeit gefahren. Aber wenn man gewöhnt ist, dass man eine Dreiviertelstunde zur Arbeit hin und dann nochmal eine Dreiviertelstunde zurückfährt, ist es schon ein krasser Umstieg, wenn man plötzlich 3 Stunden am Tag, also das Doppelte, mit Bus und Bahn verbringt und dann auch noch jedes Mal 10 Euro dafür bezahlen muss, weil das ist ja auch nicht günstig. Das ist total ätzend gewesen. Am Mittwoch auf jeden Fall war es dann soweit, dass ich endlich den Anruf bekommen hatte, ich kann mein Auto abholen. Habe ich das Auto abgeholt, bin natürlich mit dem Bus auch zum Händler gefahren, ist klar. Und er hatte aber schon beim Telefonat gesagt, ich muss dir was erklären. Und ich habe mir schon die ganze Zeit Gedanken gemacht auf dem Weg dahin, was kann jetzt schiefgelaufen sein. Dann bin ich bei dem Händler angekommen, habe den Wagen gesehen und habe mir die ganze Zeit gedacht, boah geil, endlich mein Auto, ich habe halt wieder einen mobilen Untersatz. Sehr gut. Der Himmel war auch dran. Aber als der Händler dann rauskam und mir den Wagen mal gezeigt hat, habe ich gesehen, da war, also der Himmel war wieder dran. Aber wie er dran gemacht wurde, ich meine, ihr seht es ja, das sieht so aus, als wenn der mal eingelaufen ist, der Himmel, und als wenn das an einigen Stellen einfach nicht mehr gepasst hat und er dann gleichfarbigen Stoff genommen hat und so Fetzen davor gehangen hat. Ist also eher ein Flickenteppich geworden, der Himmel. Und insgesamt habe ich für den Wagen, wenn man den Audi berücksichtigt, der mitverrechnet wurde, 2.800 Euro bezahlt für das Auto. Ich meine, das Auto ist cool, aber keine 2.800 Euro wert. Ich habe im Anschluss herausgefunden, der Wagen frisst ohne Scheiß 11,5 Liter auf 100 Kilometer. Das ist bei meinem Verbrauch schon ziemlich viel. Ich meine, der Passat ist natürlich insofern cool, als dass der ein
Schiebedach hat, was mein Audi nicht hat. Er hat ein automatisches Getriebe, was irgendwie schon sehr abgefahren ist, aber ich glaube eben auch sehr viel Sprit frisst. Ich meine, 1-2 Liter mehr ist normal, aber dass er jetzt 4 Liter mehr frisst, das war mir so nicht bewusst. Ich habe festgestellt, dass die Öllampe manchmal angeht, einfach so, und die geht dann auch direkt wieder aus. Dabei hat er gerade einen Ölwechsel hinter sich, also das kann es nicht sein. Scheibenwischanlage ist nicht in Ordnung, die ist voll, also sind 5 Liter Scheibenwischflüssigkeit drin, kommt aber nichts raus. Das sind alles Kleinigkeiten, aber ich habe ein Auto gekauft für 2.800 Euro. Da kann man doch erwarten, dass sowas funktioniert. Und weil das alles nicht funktioniert und der Himmel so schlecht aussieht, ist das Auto meiner Meinung nach nicht so viel wert und wird jetzt erstmal zurückgegeben. Bin auch am Überlegen tatsächlich, ob ich den Audi wieder reparieren lasse. Also Motor abdichten, Querlenker reinbauen, neue Reifen, all das, was da so anfällt. Das wäre insofern nicht so schön, als dass das auch 1.500 bis 2.000 Euro kosten würde. Aber ich mag den Audi. Also, ich gebe den Wagen auf jeden Fall wieder zurück und möchte da das Geld auch wieder zurückhaben. Weil für das Geld kann ich ohne Witz mein Audi 80 ja wieder komplett überholen lassen. Ich könnte in der Theorie einen komplett neuen Motor reinbauen lassen, dann wird er auch nicht mehr ölen. Wenn ich jetzt mit dem Golf hier durch die Gegend fahren muss, damit werde ich, glaube ich, auch nicht glücklich. Ist besser als nichts tatsächlich, aber... Ach, Golf...